auf Runde 21 und wir haben jetzt einen Totalschnitt von genau 40 Kilometern pro Stunde für dieses Rennen. Das heißt, diese Weltmeisterschaft wird mit einem Schnitt von über 40 Kilometern pro Stunde enden, denn auf den letzten beiden Runden wird natürlich auch entsprechendes Tempo gemacht. Jetzt wird es schnell, jetzt wird es interessant, jetzt wird es von Minute zu Minute spannender. Hier haben wir die Einblendung, zwei Runden vor Schluss, Likens, 10 Sekunden vor dem Feld, das angeführt wurde von Bombini Leale, Greg Villon, dem Portugiesen Da Silva und Kim Andersen aus Dänemark. Nicht zu verwechseln mit Phil Anderson aus Australien. Die Domestiken haben längst ihre Dienste geleistet, zum Großteil haben sie aufgegeben. Jetzt sind nur noch die Asse unter sich. Wer geht weg? Ein Holländer schließt zu Likens auf. Geht an Likens vorbei. Likens bricht zusammen auf dieser Steigung. Ja, jetzt wirkt es sich aus. Jetzt wirken sich die Kilometer aus. Er fällt zurück in das Feld, muss viele Fahrer passieren lassen. Vielleicht kann er sich noch einmal einreihen, der Belgier, und sich etwas ausrasten im Windschatten der anderen. Dafür ist aber jetzt ein Holländer vorne. Wer fährt an der Spitze? 111. Bröcking. Der Holländer Bröcking an der Spitze jetzt im Rennen. Der dritte des Giro in diesem Jahr. Auch ein guter Mann. Ein neuer Star im holländischen Team. Er ist 23 Jahre alt. Erik Bröcking. Eine schöne Attacke hier auf dem Fuchsbichl bei dieser Steigung, bei dieser 5%igen Steigung, die es aber natürlich nach so vielen Runden in sich hat. Kim Andersen geht mit oder geht nach um 86. Ja, das ist der Belgier Gaillon, besser gesagt der Franzose natürlich. Kim Andersen, der Däne, und der Franzose Gaillon 86. Gaillon hat da schon sehr viel gezeigt, viel mehr als einige andere Spitzenfahrer. Hält sich immer im Vorderfeld auf. Nur Laurent Fignot haben wir einmal auch gesehen. Und hier, das ist 51, also Kim Andersen, der Däne. Immer wieder kommen bei Start und Ziel hier Nachzügler durch. Marino Lecharetta vor Van Vliet und da ist auch Sean Kelly an der Spitze des Feldes. Andersen und Gaillon sind wieder eingeholt worden. Johnny Welz, der Däne, hat in der Zwischenzeit aufgegeben. Auch Sörensen ist aus dem Rennen. McCormick aus Irland hat aufgegeben. Van Poppel aus Holland. Und Weinand, der Belgier. Das ist die Liste der Fahrer, die das Rennen beendet haben. Dabei auch der Jugoslawe Zerin, der ja früher bei den Amateuren in Österreich sehr bekannt war. Ja, es führt noch immer Bröcking. Bröcking führt allein, dann das Feld. Da haben wir einen links oben eingeblendet. Jan Bröcking, der Holländer, aber er ist nicht weit vorne. Er hat nur vielleicht 100, 200 Meter Vorsprung. Ein Belgier führt das Feld an, es ist wieder Nevens, den wir schon einige Male vorgestellt haben. Und die beiden Ian, Stephen Roach und Jean Kelly sind in den grünen Trikots hier leicht zu sehen. 111 führt also vor dem Feld. Die Durchfahrt jetzt wieder in Tobolach am Fackersee. Vier Holländer jetzt an der Spitze, also bei den Profis funktioniert das schon sehr, sehr gut. Wenn einer eines Teams vorne ist, dann wird abgestellt an der Spitze des Feldes. Vier, fünf Mann versuchen, das Feld zu bremsen. Hier sieht man wieder deutlich den Vorsprung
von Fröcking. Bei Kilometer 4 dieser Strecke. Das heißt 20 Kilometer noch bis zum Ende dieser Weltmeisterschaft. Angriff eines Belgiers. Die Belgier formieren sich jetzt vorne. Sergeant ist dabei, dann Weltmeister Griquillon und ein Schweizer mit der Nummer 209, Thomas Wegmüller. Wegmüller jetzt auf der Verfolgung von Bröcking und das Feld. Wegmüller und davor ist noch Bröcking. Eine schöne Kameraposition, wo man alles genau von hier aus überblicken kann. Der zweite, Wegmüller, um die Kurve gefahren bereits der führende Bröcking. Wo kommt das Feld? Hier schon. Zersplittert sich leicht. Immer wieder Attacken. Kommt Wegmüller an Bröcking heran, dann wären sie zu zweit. Dann geht es etwas leichter, das ist die Frage. Aber dort sieht auch ein Belgier nach. Ist es Nulens oder nicht? Das ist die Frage. Wir sind in der vorletzten Runde und passen Sie auf, vielleicht fällt Anstieg Großsattel in dieser Runde eine Vorentscheidung. Warten wir. In wenigen Minuten erreichen wir die Position. Kein entscheidender Vorsprung von Wegmüller und dem Belgier. Das Feld sehen wir im Hintergrund. Ein paar Sekunden werden hier eingeblendet. 9. Ja, aber die Uhr läuft weiter. Keine Zwischenstoppung hier, aber man sieht es ja mit freiem Auge, es ist nicht allzu groß, dieser Vorsprung. Der Holländer Bröcking nach wie vor in Führung. Dahinter die zwei Verfolger, die aber gleich vom Feld gestellt werden. Wegmüller, der Schweizer. Und hier vorne mit der Nummer 97 ist es Frédéric Brun aus Frankreich. Josef Lickens haben wir schon einmal an der Spitze gehabt. Hat sich also wieder, wie es scheint, erfangen. Vorne aber nach wie vor Bröcking aus Holland. Das sind die beiden Verfolger. Der Schweizer ist hier auch dabei, Thomas Wegmüller und das Feld. Also ein Mann Spitze, zwei Verfolger und das Feld, alles in allen innerhalb von 100 Metern. Also noch keine klare Entscheidung. Ja, wenn man Lickens zuvor beim ersten Anstieg am Kurs gesehen hat, dann hätte man nicht für möglich gehalten, dass er noch einmal an der Spitze fahren kann. Aber er hat sich rasch erholt. Wer bringt das Feld wieder heran? Die Italiener. Und die beiden Flüchtenden sind eingeholt. Auch Wegmüller wird jetzt wieder vom Hauptfeld geschluckt. Panin, der Italiener ist es. Und jetzt einige Attacken wieder von Griquillon auf dieser Steigung Großsattel. Griquillon, der Weltmeister, an seinem Hinterrad ist Panin. Und Panin mit der Nummer 137 fährt hier wild von rechts nach links, von links nach rechts. Er will seine Verfolger abschütteln, was ihm aber nicht gelingt. Der Spanier Fernandez war wieder im Bild und gleich wird Bröcking wieder vom Feld eingeholt werden. Anstieg Großsattel, vorletzte Runde, Feld gleich wieder geschlossen. Hier der führende Bröcking und die beiden Österreicher halten hier im Feld mit. Paul Popp und Gerhard Zatrobilek sind noch immer bei dieser Entscheidung mit dabei. Jetzt attackiert ein Amerikaner. Andrew Hampston. Tour de Suisse-Sieger in diesem Jahr. Wer ist hinter ihm? 133, ein Italiener. Dieser Italiener ist von Triest.
Da ist Hemsen. Er führt jetzt. Ein starker Fahrer. Ja, Spitzenmann der Amerikaner. Keine Frage. Neue Attacke. Der Schweizer Guido Winterberg. Und wer zieht nach? Stephen Roach. Stephen Roach im grünen Trikot. Und der Holländer Stephen Roux. 110 Roux. Herrliche Attacken dieser Profis. 174. Czesław Lang. Er war ja die ganze Zeit Amateur, aber er bekam mit Piasecki von den Polen die Erlaubnis, bei den Profis zu fahren. Lech Piasecki und Czesław Lang sind also auch hier dabei. 86, Gaillon. Fährt stark, dieser Franzose. Immer wieder fährt er vorne mit und auch Van Vliet, der Holländer mit der Nummer 107, ist immer vorne mit dabei. Eigentlich wirklich immer die gleichen Fahrer. Nur Hemsen, der Amerikaner, hat sich hier einmal gezeigt. Er gewann ja zweimal die Tour de Suisse, ist daher in unserem Nachbarland sehr bekannt. Hemsen, der Amerikaner, der Tour de Suisse-Sieger. Lang und Gaillon. 174, Czesław Lang. Einer der besten Amateure in seiner ganzen Zeit. Jetzt hält er auch bei den Profis mit. Ja, und auch Paul Popp und Gerhard Zatrobilek halten hier mit diesen starken Ausländern. Feld ist wieder geschlossen. Vielleicht kann ich Ihnen jetzt etwas rasch erklären. Diese herrlichen Bilder, die wir Ihnen heute liefern können, diese Mischung aus motorisierten Kameras, Hubschrauber und stationären Kameras war nur möglich, weil wir eine sehr schöne Zusammenarbeit mit dem belgischen Fernsehen machen konnten. Belgische Kamerateams mit Motorrädern liefern uns die Bilder via Hubschrauber zu unserer Zentrale und dazu unsere eigene Technik. Und all das ergibt zusammen diese wunderschönen Bilder von dieser Weltmeisterschaft. Das fällt jetzt bei der Abfahrt Kleinsattel. Es ist wieder keine Entscheidung gefallen. Auch beim vorletzten Anstieg Großsattel keine Entscheidung. Girotto, Massimo Girotto, der Italiener, führt dieses Feld an. ...134, das ist der Italiener. ...27 haben wir da kurz gesehen, das war Erik van der Aden, der belgische Favorit. Sind noch immer 50 bis 60 Fahrer, die um den Weltmeistertitel kämpfen. Noch immer eine große Gruppe, die hier eine knappe Runde vor Schluss. Etwa 13 Kilometer bis zum Ende der Weltmeisterschaft. Noch immer keine Entscheidung. Es wird spannend werden. Und wieder eine schnelle Runde, auch die Runde 22. Eine schnelle Runde. Nicht so schnell wie die Runden zuvor, aber um einige schneller als die Anfangsrunden, wie erwartet. Ein großes Feld hier, eine Runde vor Schluss. Wenn es hier zu einem Massensprint kommt, dann wird es sehr spannend. Die Fahrbahn ist ja an sich breit genug. Es geht hier etwas bergauf. Das könnte eine super Stimmung werden. Hier ein herrliches Bild, was wir hier schon eine Runde vor Schluss sehen. Dicht gedrängt dieses Feld mit lauter Stars, mit allen Stars. Außer dem Spanier Delgado. Und hier haben wir Paul Popp mit der Nummer 15. Er ist noch mit dabei. Und auch Gerhard Zatrobilek haben wir gesehen. Beide Österreicher gehen also in die letzte Runde. Das ist schon eine tolle Leistung. Und diese Rundenzeit 16 Minuten und 17 Sekunden.
Nach 6 Stunden und 34 Minuten Fahrzeit. Hier haben wir Zatrubilek kurz im Bild gehabt, im weißen Trikot. Und auch Paul Popp ist dabei. Ein Blick wieder von der Boxenstraße. Passiert jetzt schon etwas. Riskiert schon jetzt jemand bei der Steigung Fuchsbichl dem Feld zu enteilen. Oder erst so wie bei den Amateuren auf der letzten Steigung Großsattel. Das ist jetzt die große Frage auf dieser letzten Runde dieser Weltmeisterschaft der Profis. Vier Mann haben sich vorne etwas abgesetzt, denn während der Verpflegungs- und Getränkeannahme gibt es immer wieder Probleme, daher ist das Feld hier auch etwas zersplittert. So, die 16 Minuten 17, das war die drittschnellste Runde. Schnitt jetzt über 40,18, 22. und vorletzte Runde mit einem Schnitt von 44,22 Kilometer pro Stunde gefahren. Es gibt auch wieder einige Ausfälle, prominente, der Franzose Gomez, dann Bernard ist ausgeschieden, Amatori aus Italien ist nicht mehr dabei, Dominguez aus Spanien und Fuerte ist auch weg und Teroy aus Holland hat aufgegeben. So, und jetzt müssen wir aufpassen, ganz genau aufpassen, auf jede Attacke an der Spitze. Die grünen Trikots sind vorne. Stephen Roach und Jean Kelly, jetzt im Endkampf an der Spitze. Das war nur die Zieldurchfahrt nach 22 Runden. Yates, der Brite, führte das Feld vor Francesco Moser und Knete Manan. Roach führt. Zwei Iren und zwei Holländer, aber da wird schon nachgefahren. Stephen Roach in Führung, Jean Kelly in der dritten Position, wer ist dazwischen? Der Holländer Rooks. Rooks und Roach, da werden wir uns schwer tun, aber Stephen Roach ist ja der bekanntere Fahrer, Sieger des Giro d'Italia, Sieger der Tour de France. Und wenn er heute Weltmeister wird, das wäre das Größte im Radsport. Denn alles zu gewinnen, das ist doch keinem gelungen. Griquillon ist mit dabei. Mit der Nummer 19, der Ex-Weltmeister. Der Deutsche, ist das Gölz? Der deutsche Meister Gölz? 184, ja, Gölz ist es. Und der Däne Rolf Sørensen mit der Nummer 54 fährt auch hier vorne mit. Die Kamera bleibt beim dritten, vierten, fünften, ja, der Däne. Und da gibt es ein kleines Loch zwischen dieser Spitzengruppe und dem Hauptfeld. Also vielleicht doch eine Vorentscheidung bei dieser Steigung in Mittewald. Stephen Roach führt nach wie vor. Kelly in der dritten Position. Hier kommt 107 nach vor. Es ist Time Van Fleet, der ja schon einmal in der Spitzengruppe war. Mit Argentin, den wir bis jetzt noch nicht erkennen können. Wieder vier, die nachfahren. 210, Guido Winterberg, der Schweizer. Dann haben wir auch noch den Italiener dabei, das ist Piccolo. Wo ist Francesco Moser? Das ist die Frage. Und Argentin ist auch dabei. Argentin ist schon wieder bei dieser Gruppe dabei. Da haben wir ihn. 128 trägt er. Moreno Argentin, der Titelverteidiger. Der Spanier Fernandez wieder. Die alten Bekannten treffen einander wieder. Guido Bontempi mit der Nummer 131, auch ein Italiener. Und das ist ein respektabler Vorsprung hier in der letzten Runde für diese Spitzengruppe mit Titelverteidiger Argentin. Dann haben wir noch einen Kanadier mit dabei. Ja, Steve Bauer ist das. Auch ein Spitzenmann. Griquillon wieder mit der Nummer 19. Die beiden Iren, die kennen wir schon. Roach, Kelly, Gölz, Roach, Sørensen, Griquillon, Van Fleet, Bontempi, Argentin, Bauer, Winterberg. Das ist im Moment die Gruppe, die wir erfassen konnten. Da versucht ein Schweizer eine Attacke, unglaublich dieses Tempo hier auf dem Flachstück in Richtung Trobolach. Er versucht allein an diese Spitzengruppe heranzukommen.
Es sind 3, 6, 9, 10, 11, 12 Mann, die hier die Spitzengruppe momentan bilden, die vielleicht entscheidende Gruppe. Der Schweizer wird es noch schaffen. Es dürfte der Schweizer Müller sein, der hier versucht, an diese Spitzengruppe im Alleingang heranzukommen. Hier haben wir den Schweizer. Die Abfahrt durch Trobolach. Ein Dutzend Fahrer hier vorne an der Spitze, 12 Mann. Wenn Müller dazukommt, dann sind es 13. Titelverteidiger Argentin ist also dabei. Dann der Mann, der alles beherrscht hat im Radsport in diesem Jahr, die großen Rundfahrten, Stephen Roach. Ja, 11 der 12 Fahrer habe ich identifizieren können. Ein Holländer, es sind 3 Holländer, wenn ich richtig gesehen habe, insgesamt dabei. Ein Holländer fehlt uns noch, wir werden es später ja mit der mitfahrenden Kamera besser sehen. Die 2 Holländer, die wir wissen, das sind Roux und Van Vliet. Der 3. Holländer ist uns noch nicht bekannt. Ansonsten sind es Roach, Kelly, Gölz, Sörensen, Griquillon, Bontempi, Argentin, Winterberg. Ja, da fehlt wieder der Franzose. Die Franzosen haben es wieder verpasst, hier einen Mann mit vorne dabei zu haben. Müller. Es war doch Müller, wir haben richtig gesehen. Der Schweizer Müller schließt jetzt bei der Abfahrt hinunter nach St. Niklas zu dieser Gruppe vielleicht auf. Kilometer 5 haben wir passiert. Noch 7 Kilometer, dann ist diese Weltmeisterschaft entschieden. Windschlüpfrig, diese Haltung von Müller aus der Schweiz. Jörg Müller ist an diese Gruppe bei der Abfahrt herangekommen. Damit haben wir 13 Mann Spitze. Und dabei natürlich auch der Schweizer Guido Winterberg, der jetzt attackiert. Super fährt dieser Schweizer, muss ich sagen. Gleich von der Abfahrt weg versucht er wegzukommen. Es geht ja jetzt etwas leicht ansteigend zur Ortschaft Großsattel, wo es dann etwas steiler hinaufgeht. Das könnte eine Vorentscheidung sein, denn bei den Amateuren ist hier die Vorentscheidung gefallen. Und wie groß ist der Vorsprung der Spitzengruppe zum Hauptfeld? Wir haben hier wieder eine Stoppung. Job Sutemelk hier vorne im Hauptfeld. Und es sind 29 Sekunden. 29 Sekunden der Vorsprung dieser 13-Mann-Spitzengruppe. Und diese 29 Sekunden mit der Klasse der Fahrer, die hier in diesem Feld vereinigt sind, sollten eigentlich reichen, dass der Weltmeister aus dieser 13er-Gruppe kommt. Das ist keine Frage. Der Schweizer Winterberg, da möchte ich noch etwas dazu sagen, der befindet sich natürlich in einer Topform, denn der ist als Sieger der Tell-Tour der letzten großen Probe vor der Weltmeisterschaft hierher gekommen und scheint also tatsächlich diese gute Form zu konservieren. Er ist hier in der 2. Position. Vorne nach wie vor Stephen Roach. Ich glaube, der 3. Holländer ist Breuking, 111. Ich habe ihn auch im Feld der 13 gesehen. 107 ist Van Vliet, der Deutsche. Jawohl. Jetzt haben wir die 13 komplett. 3 Holländer. Die Holländer also am stärksten zahlenmäßig in dieser Gruppe vertreten. Mit Breuking, mit Roux und mit Van Vliet. Wen haben die Italiener? Argentin und Bontempi. Daher die Frage, wer fährt für wen? Wahrscheinlich beide für sich selbst. Bontempi ein Supersprinter, Argentin ein Supersprinter. Das wird interessant, dieses Duell bei den Italienern. Wer fährt für wen bei Irland? Roach für Kelly, Kelly für Roach? Das ist auch eine große Frage hier.
Die beiden Irländer an der Spitze, wieder führt Stephen Roach. Kelly in der dritten Position. Bauer der Zweite. Welche Taktik wird hier eingeschlagen? Das ist die große Frage. Und kann vielleicht ein Außenseiter davon profitieren? Das Hauptfeld ist weit zurück. Ich glaube, eine Vorentscheidung ist hier bei der Anstieg Großsattel gefallen. Die letzten 200-300 Meter Anstieg. Der Däne geht weg. Eine Attacke. Sörensen ist es. Sörensen probiert es. Jetzt kann natürlich jeder Solo-Vorstoß bereits entscheidend sein. Wer fährt nach? Die Nummer 110 fährt nach. Rox. Und die Iren, sie kämpfen, sie fahren unglaublich stark. Sörensen, der Däne jetzt an der Spitze. Er ist ja alleine hier vertreten in dieser Spitzengruppe. Er hat keinen Mannschaftskollegen. Aber er kommt nicht weg. Der Holländer setzt sich an die Spitze und stellt ab. Und wieder eine Attacke, diesmal eines Holländers. Breuking geht weg. Schön haben die Holländer das gemacht. Da muss der Deutsche nach. Gölz. Ein Schweizer am Hinterrad von Gölz. Herrliche Bilder jetzt in dieser Schlussphase dieser Weltmeisterschaft, die an Spannung nicht mehr zu überbieten ist. 6 Stunden, 45 Minuten sind die Fahrer bereits auf der Strecke. Und noch immer ist die Entscheidung nicht abzusehen. Nur eines ist klar, der Weltmeister kommt wohl aus dieser Gruppe, die sich jetzt zersplittert. Diese Spitzengruppe ist zersplittert. Vorne ist Kelly, vorne ist Argentin. Dazwischen ist ein großes Loch und ganz vorne hier Breuking, der Holländer. Rolf Gölz aus der Bundesrepublik Deutschland zieht nach. Breuking, Gölz, dahinter jetzt Argentin und ein Holländer. Rolf Gölz an der Spitze und da geht wieder ein Holländer nach. Rox hat viel Kraft noch. Stephen Rox, der Holländer, aber auch Gölz stellt wieder ab. Man probiert es jetzt. Und der Kanadier ist jetzt auch vorne dabei. Bauer, Steve Bauer. Das ist Kelly im Vordergrund. Dahinter Argentin. Van Vliet versucht es jetzt. Toin Van Vliet. Und Rolf Gölz geht wieder nach an seinem Hinterrad, Steve Roach. 9 Kilometer Marke, das heißt noch 3 Kilometer. Der Schweizer, Winterberg, Sörensen und da hat sich jetzt diese Gruppe tatsächlich zerteilt. Jetzt ist da wieder eine Entscheidung vermutlich gefallen. 5 Mann vorne. 5 Mann Spitze, 2,5 Kilometer vor dem Ziel dieser Profi-Weltmeisterschaft. 2 Österreicher sind ausgeschieden, Harald Mayer und Gerhard Schönbacher. Aber 2 sind noch im Rennen, Paul Popp und Gerhard Zatopilek. Sie fahren hinten im Feld. Und das ist hier diese Fünferspitze mit dem Iren. Stephen Roach, mit dem deutschen Gölz, mit dem Holländer Van Vliet, mit dem Schweizer Winterberg und mit dem Dänen Sörensen. Diese 5 kämpfen um den Weltmeistertitel. Eine Verfolgergruppe mit einem Abstand von ca. 150 Metern. Wenn sich die 5 hier vorne nicht einig sind, dann wird diese Verfolgergruppe wieder herankommen. Man ist sich nicht einig. Das Tempo wird nicht forciert. Diese Uneinigkeit, so knapp am Ende dieser Weltmeisterschaft. Es sind nur noch 1 Kilometer. Wer tritt an? Der Däne, Sörensen ist es. Am Hinterrad Van Vliet, dann Gölz, dann Winterberg. Und Roach blickt sich immer um. Ich glaube, Roach wartet auf Kelly. Der stärkere Sprinter ist Kelly. Steve Roach in der 5. Position am Ende dieser Spitzengruppe. Jetzt gibt es kein Warten mehr. 1 Kilometer maximal noch bis zum Ende dieser Straßenweltmeisterschaft. Jetzt kommt Roach wieder. Er kann auf Kelly nicht mehr warten. Und vorne immer wieder Rolf Sörensen, der sagt, fahrt doch, fahrt doch. Er will ja einen Spitzenplatz erringen und noch immer kommt diese Verfolgergruppe nicht heran. Van Vliet in der 2. Position, vorne Sörensen. Es geht in die Schlusskurve. Sörensen führt vor Van Vliet. Noch einmal die 5 und dahinter die 8
von den 13 insgesamt. Die fünf Führenden, Sörensen, Winterberg, Van Vliet, Rautsch und Gölz, werden die fünften Weltmeistertitel ausmachen. Oder noch einer der acht, die hinten nachkommen, aber nicht weit zurückliegen. Sörensen vor Van Vliet. Jetzt tritt Stephen Rautsch an. Stephen Rautsch, der Sieger des Giro d'Italia, der Sieger der Tour de France, fährt hier in Führung im grünen Trikot um den Weltmeistertitel. Er tritt hinein um die Goldmedaille. Die große Sensation wäre das, meine Damen und Herren. Das kann man sich nicht vorstellen. Sieger der beiden größten Rundfahrten. Und jetzt womöglich doch die Goldmedaille für Stephen Rautsch aus Irland. Er schafft es! Er schafft es! Eine Sensation! Bravo, Stephen Rautsch! Zweiter, glaube ich, war Argentin. Es war ganz knapp. Argentin und der Spanier Fernandez nahezu auf einer Linie. Wir werden es in der Zeitlupe sehen. Argentin und Fernandez, aber sensationell. Stephen Rautsch, der Ire, der lange Zeit, so schien es, sogar auf Kelly gewartet hat. Dann sah er, ich muss allein gehen und wird Weltmeister. Hat es das jemals gegeben in einem Jahr? Giro, es ist der Tour. Mann des Jahres. Giro, Tour de France und Weltmeisterschaft. Aber jetzt schauen wir auf die Österreich. Die haben ja auch noch Chancen um gute Platzierungen. Es geht um die Plätze. Ab 14. 14. Jawohl! Dritter Paul in diesem Bob. Feld. Paul Bob ist damit 17. 17. im Sprint hier vom Hauptfeld. Dritter Paul Bob. Das ist der 17. und beste Platz für die Österreicher. Stephen Rautsch ist geschafft. Keine Frage. Nach 276 Kilometern. Er kann es nicht fassen, es sind Tränen der Freude. Er hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Damit ist er in einem Satz mit den größten Radfahrern der Geschichte zu erwähnen. Es ist unglaublich. Giro d'Italia, Tour de France und Weltmeisterschaft in einem Jahr. Und wir haben richtig gesehen, dieser ganz knappe Einlauf um Silber und Bronze. Moreno Argentin gewinnt nach Gold aus dem Vorjahr Silber und der Spanier Fernandez gewinnt die Bronzemedaille. Aber der große Mann des Tages, Weltmeister Stephen Rautsch aus Irland, hier wieder im Bild. Und der Österreicher Paul Bob mit dem Hauptfeld angekommen als Dritter des Hauptfeldes nach unserer inoffiziellen Wertung. 17. und Gerhard Zadrobilek in diesem Hauptfeld mit ins Ziel gekommen. Es könnte auch der 16. Platz gewesen sein, aber diese Mitteilungen sind natürlich inoffiziell. Offizielle Ergebnisse gibt es ja erst wesentlich später und hier nochmals dieser sensationelle Zieleinlauf in Zeitlupe. Rechts Steve ist Rautsch. Argentin, links ist Fernandez um die Plätze, ganz knapp, man hat es gesehen. Auf den letzten Zentimetern hat sich Argentin vorgeschoben. Ja, da ist Kelly noch Vierter oder Fünfter geworden. Und er jubelt für Rautsch. Das hat man ganz schön gesehen. Er reißt die Hände in die Höhe, als er sieht, Rautsch ist vorne. Eine knappe Entscheidung um den zweiten Platz. Argentin, der Titelverteidiger, hat aber Zukunft für sich entschieden. Riesenwirbel jetzt hier natürlich im Stadion. Die Italiener können auch zufrieden sein, denn der zweite Rang ist ja nicht schlecht. Im Vorjahr Gold, jetzt Silber. Bei den Amateuren hatten sie auch Goldmedaillen. Also. Und Sie, meine Damen und Herren, können, glaube ich, auch zufrieden sein. Es hat sich ausgezahlt, dabei zu bleiben. Es war Spannung und Dramatik bis zur letzten Sekunde. Noch einmal das Endergebnis. Weltmeister Rautsch, Irland, Silbermedaille für Argentin, Bronzemedaille für Fernandez und 16. Platz für den Österreicher Paul Bob. Das war's live von den Radweltmeisterschaften 1987 aus der Region Villach-Farkasee. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuschauen. Zurück zum Sportnachmittag.